Moin und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Brickforce. Heute mal eine ganz besondere Runde. Ihr seht's, ich habe 99,9% zu 99,9% Scheiße. 99,9% von Level 60. Ja, das dieser 0,01% fehlt mir jetzt noch zum Sterne-General. Das sind 500 läppische XP. Die will ich jetzt in dieser Runde machen. Und dabei ist natürlich MTS, wie immer nicht alleine. Dieses Mal ist der Kau dabei. Hallo. Ja, und Stevie, okay. Ja, Stevie fragt mich gleich mal nach, okay. Ja, ansonsten, jetzt möchte ich noch mal ganz kurz in diesem Video einfach noch mal ein paar Dinge ansprechen. Und zwar 2 Jahre Brickforce. Was war los? Also, ich würde mal. Also, ja, wo soll ich gar. Ich würde mal sagen, ganz am Anfang fange ich an. Damals, ich weiß noch ganz genau, jetzt werden die alten Kamellen wieder ausgepackt. Und beim Freund beim Tischtennis spielen er so, Olli, ja? Du magst doch Minecraft, na? Ja. Ja, ich habe da so ein Spiel für dich. Minecraft, das ist halt Minecraft mit Waffen. Ja, okay, am selben Abend GP 350 erstellt und wurde erstmal belappt, weil ich so scheiße war. Ja. Und ist mir, und weißt, es ist ein Spieler, der ist jetzt schon längst inaktiv, aber der wird mir für immer in Erinnerung bleiben. Ihr könnt ihn ja auch gerne mal bei Freunde eingeben. Der hieß Cool Lou. Der hatte damals 140 Rüstung Premium Thunder 18K, ich 0 Rüstung, ungeabte Black Widow und alles. Und trotzdem war ich ungefähr so gut wie der. Und das wird mir immer in Erinnerung bleiben, wie ich ihn damals immer mehrmals gezogen habe. Ich war zu damals so immer negativ und alles, aber naja. Wie soll ich weiter sagen? Damals hatte ich. Ich glaube, ich hätte damals nicht mal ansatzweise durchgehalten, wenn Hey, ich wake up. nicht. Hey, wake up. Ich wake jetzt aber nicht ab, da ich gerade aufnehme. 99,98% Kau. Ja. Dann komm mal bitte kurz raum. Mit Mach ich. 99,8% kill ich dich ein einziges Mal, dann bin ich Level ab. Das ist doch toll. So, und mit diesen, ja, woran kann ich mich denn erinnern? Dann habe ich irgendwann angefangen. Dann ja, stimmt. Aber ich war gerade dabei. Irgendwann hätte ich auch bestimmt keine Lust mehr gehabt. Komm da mal zur Mitte. Hätte ich bestimmt keine Lust mehr gehabt, weil mein einer Freund war dann inaktiv und dann kam zum Glück Elite One Up. Den kann ich auch damals schon im Real Life und der ist dann inaktiv geworden. Aber Elite One Up mit dem, wie soll ich sagen? Ah, ich komme, ich kill jetzt ganz, ganz langsam. Mit Au, dem. au, Mit au. dem habe ich dann damals sehr viele und schöne Zeiten gehabt. Da bin ich auch damals Pro Sniper mit ihm geworden. Wie viel hast denn du noch? Nicht mehr viel, ne? Ich potte die ganze Zeit. Und ja, mit dem war ich dann damals auch erstmals in Unlimited. Der Clan war damals der absolute Burner für mich. Okay. Historischer Moment, meine lieben Freunde. Der Kill wird professionell gemacht. Ich hab gedacht, au. Okay, liefst du? Mach ich. Das müsste das Level Up sein, meine lieben Freunde. Ja, was soll ich denn sagen? Alles in allem kriege ich jetzt erstmal mein Level Up, worüber ich echt, was ich so geil finde. Endlich Sterne General 1. Goldene Schuberjacke krieg ich. Wundervoll. So. Herzliche Glückwünsche. Ja, aber das sieht so hässlich aus, der Rang, ey. Ich farm erstmal, ich werde jetzt auch gleich weiterfahren bis Sterne 4 oder so. So, was soll ich denn sagen? Dann bin ich damals in Unlimited reingekommen. Damals habe ich Unholy Rush kennengelernt. Gegen den habe ich sogar das Testmatch gemacht. Ich war sehr lange in Unlimited, dann wurde der Clan leider inaktiv. Was soll ich sagen? Da bin ich weitergegangen und war dann irgendwann in, ich glaube, was war denn als nächstes? Prestige, nee, GeForce war dann, glaube ich, irgendwann. GeForce war auch schöne Zeit, bin aber sehr schnell wieder rausgegangen. Keine Ahnung wieso. Und ja, ansonsten, was kam denn da noch? Danach kam Prestige, da habe ich damals Testmatch Shares gemacht, mein lieber Shares. Übrigens, Testmatch gegen dich habe ich damals sogar Grafikbug gezockt, das gebe ich sogar zu. Aber ich bin immer nur auf Nahkampf gegangen, habe ich trotzdem rasiert. Nach Prestige, was kam denn dann? Nach Prestige kam dann. Ach ja, Prestige wollte ich nur mal sagen, bin ich rausgegangen, weil tut mir leid, Barney, aber deine Idee von CW machen ist nicht ganz so meine Sache gewesen. Danach, was habe ich denn danach gemacht? Danach war ich in. Oh, wie hieß denn der Clan? Ich glaube, GoPorn kam dann als nächstes. GoPorn war ich auch relativ lange. Und ja. Jetzt bin ich in White Shark gewesen. Schöne Zeit habe ich auch schon beim letzten Mal bedankt. Das war nicht so die grobe Zusammenfassung. Ich gehe dann nochmal beim nächsten Video näher darauf ein, weil ich gerade nicht weiter labern kann und keine Ideen mehr habe. Und dann würde ich sagen, Kao, du kannst dich schon mal verabschieden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao. Man sieht sich.